Von Marlene zu Christa und zum Wetter heute. Ich lebe ja noch. Naja, zur Legende reicht es dann vielleicht trotzdem schon. Wir wollen aber über das Wetter reden, das ist nämlich nicht legendär gewesen heute. Eigentlich auch schon wieder zweigeteilt. Du, im Süden scheint die Sonne, ist es total warm. Der Rest Österreichs, dicke Wolkendecke, Schneeflocken in Bregenz, 5 cm Neuschnee. Und das habe ich jetzt auch auf der Karte mitgebracht. Den Schnee sieht man zwar nicht, aber am Tageslichtsatellitenbild sieht man die dicken Wolken, die sich von Vorarlberg bis zum Nordburgenland erstrecken und die großen Temperaturgegensätze. Im Süden schaut es recht sonnig aus. Zum Teil arbeitet sich die Sonne wirklich durch. Wir haben 11 Grad im Augenblick schon in Güssing, frühlingshafte Temperaturen, und die Innsbrucker, die haben winterliche 1 Grad. Aber da schaut es wirklich winterlich aus, denn der Schnee ist vom Himmel gefallen. Vom Strömungsfilm her sehen wir den lebhaften Westwind. Man sieht, wie viele kleine blaue Pfeilchen eng aneinander geschmiegt sind. Wir haben Windspitzen an die 100 Kilometer, vor allem im Buch bei der Messstation Buchberg in Niederösterreich, auch im Wiener Raum knapp 100, und die Luftströmung dreht. Beobachten Sie die Pfeilchen, morgen sind wir dann schon wieder auf Süd, aus Blau wird Rot und in der Nacht wird aus Rot schon wieder Blau, denn es kommt eine Kaltfront rein. Und jetzt alles noch mal ganz langsam zum Mitdenken. Und zwar entlang der Alpen-Nordseite wird es morgen am Vormittag das Gewölk einer Warmfront geben und da werden auch ein paar Regentropfen rausfallen. Die Schneefallgrenze am Vormittag über der 1000-Meter-Marke. Im Süden doch freundlich und bis zum Abend zieht dann schon die nächste Kaltfront herein und die Schneefallgrenze sinkt bis in viele Niederungen. Die Temperaturen morgen im Süden stellenweise wieder zweistellige Plusgrade, sonst knapp unter der 10-Grad-Marke. Am Donnerstag dann die Kaltfront, die uns wieder den Winter bringt. Lebhafter kalter Nordwestwind. Und am Freitag drehen wir wieder einmal auf Süd. Und was heißt das? Die Temperaturen gehen wieder zaghaft hinauf. Es kommt auch wieder die Sonne zum Vorschein. Also es geht jetzt jeden Tag rauf, runter. Also kaum haben wir uns an die Wärme gewöhnt, wird schon wieder kalt, dann kommt wieder der Winter und das in 24 Stunden. Oh, du hast uns das langsam zum Mitdenken erklärt. Also wir kennen uns aus. Langsam. Das war heute Mittag. Ich melde mich dann später wieder mit Heute Österreich. Schönen Nachmittag. Bis dahin. Auf Wiedersehen.